Moin und Peace, Freunde. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich, ja, genau. Genau. Heute mal nochmal ein kleines neues Update von mir auf der PS-Gruppe. Ja. Ich habe gesehen, dass ihr bei dem BMX-Rad, dass zwei Leute einen Daumen nach unten da gegeben haben. Das finde ich gar nicht schön, weil, naja, wie gesagt, ja, ich finde es eigentlich auch immer unverschämt, wenn man einen Daumen nach unten da lässt und es nicht in die Kommentare reinschreibt, keine Ahnung. Da sind die nur neidisch und ganz ehrlich, mir macht das nichts aus, weil ich habe mindestens 4, 5 Daumen nach oben bekommen. Und wenn die anderen meinen, sie müssen mir einen Daumen nach unten da geben, ist es okay. Andere Frage zum BMX. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur wegen dem BMX ist, weil auf dem anderen Video kamen keine Daumen nach unten da, beziehungsweise vielleicht einer, ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht geguckt. Ja. Vielleicht seid ihr nun neidisch, vielleicht auch nicht. Oder wollt ihr lieber, dass ich es behalte? Aber wie gesagt, ich kann noch ein paar Tuning-Teile ans BMX-Rad ranbauen. Aber wirklich viel kann ich da nicht mehr umbauen, weil es soll ja noch ein BMX sein. Das soll ja kein Tuning-Projekt sein. Wie das E-Bike, das ist ja eher so halb Tuning, so Elektro-Tuning halt so. Ihr wisst schon. Von dem her, ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass ihr das BMX-Rad lieber auf dem Kanal weiterhin sehen wollt. Oder ob ihr lieber sagt, okay, der soll sich lieber ein cooles neues Projekt kaufen, wo er lackieren kann oder wo er viel mehr Videos machen kann, wo viel geiler nachher ist. Ja, es kann natürlich auch dadurch kommen, dass ich in Facebook eingeschrieben habe, PS-Gruppe, das PS, also dass ich halt, ihr wisst schon, dass, ja, mein YouTube-Kanal habe ich halt angegeben für weitere Infos. Vielleicht kommt es auch daher, dass irgendwelche Nutzer von Facebook da mir hier unten weißt, so runter eingeben. Ich finde es ziemlich schade, warum, aber naja. Noch ist es nicht verkauft. Mich hängen 4 Beobachter momentan auf, wie heißt es, eBay Kleinanzeigen, genau. Mit 4 Beobachter. Es ist ganz ordentlich. Auf Facebook habe ich nur 2. Ja, auf Facebook kennt das Ding auch über 50 Leute schon angeguckt. Ja. Genau. Ansonsten, ja, das finde ich ein bisschen schade, dass ihr dazu nicht kommentiert habt, dass ihr lieber das BMX-Rad behalten wollt oder nicht. Ich meine, das Video war ja nicht schlechter als wie alle andere, meine ich. Ich habe mir extra einen guten Hintergrund ausgewählt, extra geguckt, dass es leise ist, dass keine Störgeräusche sind. Ich habe extra das Geld von der YouTube-Kasse euch angegeben, wie viel Geld da drin ist noch momentan und dass ich mir das einfach aufteile, was vom BMX 40 Euro, wenn es BMX 60 Euro bringt, 40 Euro gehen in meine Tasche, weil ich es natürlich auch selber bezahlt habe. Ich mache immer so, ich bezahle das, was ich aus meinem, ich kaufe das meistens, dann zahle ich das aus meiner Tasche. Wenn ich dann aber, wie soll ich das jetzt sagen, am besten, wenn ich, wenn ich 40 Euro jetzt fürs BMX bezahlt habe, wo ich auch bezahlt habe, aus meiner Tasche,
und möchte und verkauft es für 60. Dann tue ich ja wieder die 40 Euro in meine Tasche und die anderen 20 Euro kommen dann in die YouTube-Kasse. So ist es halt nun mal. Deswegen beim letzten Bike, wo ich da Minus gemacht habe, habe ich trotzdem 10 Euro in die YouTube-Kasse gelegt. Also ich habe 20 Euro aus meiner Tasche mehr bezahlt dafür, dass ich das Rad eigentlich, weißt, wisst ihr ja, ich hätte es nicht braucht. Ich wollte es eigentlich nur als YouTube-Projekt, ich wollte es eigentlich wieder aufbauen, aber mir ist die Gangschaltung verreckt, die hintere Bremsbeläge waren im Arsch, die vordere Bremsbeläge waren im Arsch, die vordere Bremsscheibe ist mir sogar mal fast festgegangen. Wo wir es gekauft haben, war das ja auch der Fall vorher. Dann hat er es ja, wo wir gekommen sind, dann frei gemacht, dass es nicht mehr fest ist. Ja, genau. Eigentlich sollte ja heute Kollege kommen. Ihr wisst schon, wer. Kollege halt. Momentan ist er noch nicht da. Ist ein bisschen seltsam. Dann können wir halt umso weniger Videos machen. Ist natürlich. Er kommt natürlich auch nicht jetzt jeden Samstag, aber er kommt eigentlich schon ziemlich oft. Natürlich, klar hat man mal Besuch, aber sein Opa ist ja mein Nachbar. Und dem sein Auto steht nicht da. Und der holt, also sein Opa holt ihn eigentlich immer ab. Deswegen denke ich schon, dass er ihn abholt. Aber es sind schon seit 9 Uhr gucke ich aus dem Fenster, 2 Stunden von Schwäbisch Hall nach Öhringen, vielleicht 1 Stunde mit sehr viel Verkehr. Aber naja, und den soll es ja jetzt nicht gehen, es soll darum gehen, warum ihr mir die 2 Daumen nach unten gegeben habt. Wollt ihr das BMX-Rad behalten und kein neues Projekt dafür haben? Weil ich sehe immer so, 3 Projekte reichen. So, jetzt habe ich aber schon eigentlich fast 4. Das Grüne ist ja sozusagen eigentlich kein Projektfahrrad, aber trotzdem kann da mal was kaputt gehen. Zum Beispiel eine Kette oder sonst irgendwas, irgendwelche Lager oder irgendwie Inspektion oder sowas. Es ist ja eigentlich mehr oder weniger auch ein Projekt. Aus meiner Sicht. Dann der Hänger ist ja auch noch nicht ganz fertig. Das ist auch noch ein Projekt. Dann das E-Bike ist auch noch nicht fertig. Da kommen jetzt auch noch ein paar Teile, was ich da bestellt habe. Ist auch noch ein Projekt. So. Dann sind das schon 3 Projekte. Jetzt habe ich das E-Bike, BMX-Rad aber immer noch. Also haben wir 5 Projekte und ich kann mir das einfach irgendwie jetzt hier nicht mehr hinstellen, weil von irgendwas muss man sich halt irgendwann auch mal wieder verabschieden. Und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt das BMX-Rad unbedingt verkaufen muss, dass mir das Geld jetzt fehlt, dass ich unbedingt Geld brauche. Ich habe genug. Ich könnte mir ein Fahrrad, ich könnte mir mal ein E-Bike verkaufen für 1,3. Das wäre billig fürs E-Bike. Könnt mir dafür eins für 2000 Euro kaufen. So viel Geld habe ich. Wäre kein Problem. Aber ich will es nicht. Weil, Leute, guckt mal, wenn man ein Fahrrad für 2000 Euro kauft, da ist ja nichts mehr dran zu machen. Das muss ja top dastehen. Wenn das nicht top dasteht, dann sind 2000 Euro halt einfach auch zu viel für ein Fahrrad. Aus meiner Sicht. Genau, das war's von mir. Ich lade das Video heute Abend hoch, weil ich jetzt nicht weiß mit Kollege, wenn nicht, lade ich schon vorher hoch. Und Peace und Ciao. Ach so, und ich will noch mal kurz eingehen auf die YouTube-Kasse. Es sind momentan 55 Euro drin. Genau. Also, ciao, Leute.